Korrumpiert Peter die Berliner Justiz? Darf es sowas in einem Rechtsstaat überhaupt geben? In diesem Video werde ich aufzeigen, wie die Berliner Justiz und der Berliner Justizsenat von Peter korrumpiert wird und wie für Peter geltende Gesetze für nichtig erklärt werden und diesem Verein ein politisch und sogar juristisches Mitspracherecht in der Berliner Justiz eingeräumt wird. Alle Vorwürfe in diesem Video werden mit Quellen und Beweisen belegt. Die dazugehörigen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer und was ist Peter? Peter selbst bezeichnet sich als die größte Tierrechtsorganisation der Welt. Peter ist die übersetzte Abkürzung für Menschen für die ethische Behandlung von Tieren. Der Hauptsitz von Peter befindet sich in Norfolk, Virginia in den Vereinigten Staaten. Es gibt mehrere Schwesternorganisationen, unter anderem eben Peter Deutschland. Peter gilt als radikale Tierschutzorganisation, die sämtliche Tierhaltung verbieten möchte. Darunter eben auch die Haltung von blinden Hunden und auch die simple Haltung von Haustieren. Mehr über Peter erfahrt ihr auf der Wikipedia-Seite von Peter. Warum Peter in Baden-Württemberg kein Verbandsklagerecht erhielt? Warum wurde Peter in Baden-Württemberg das Verbandsklagerecht verwehrt? Hauptgrundlage war, dass Peter ihren Mitgliedern kein Stimmrecht einräumt. Unter dem verlinkten Artikel von Baden-Württemberg begründete man die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig so: Keine Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung. Dies bedeutet, dass Fördervereine, die wie beispielsweise Peter Deutschland e.V. zwar nahezu 22.000 Fördermitglieder, aber nur 7 stimmberechtigte ordentliche Mitglieder haben, nicht die vom baden-württembergischen Tierschutzmitwirkungsgesetz geforderte Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bieten. Das Ministerium für Ernährung, ländlicher Raum und Verbraucherschutz hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass mit der Anerkennung einer Tierschutzorganisation als Mitwirkungs- und Verbandsklageberechtigt gewährleistet sein müsse, dass die Befugnisse der Tierschutzorganisation zumindest zu einem erheblichen Teil gerade durch stimmberechtigte ordentliche Mitglieder wahrgenommen werden. Für Vereine, die sich gegen eine vereinsrechtliche abgesicherte Mitbestimmung ihrer Mitglieder sperren und darüber hinaus für den Beitritt als stimmberechtigtes ordentliches Mitglied allzu hohe Hürden aufstellen, wird das Ministerium für Ernährung, ländlicher Raum auch in Zukunft keine Anerkennung als Mitwirkungs- und verbandsklageberechtigte Tierschutzorganisation aussprechen. Warum erhielt Peter in Berlin ein Verbandsklagerecht? Rein rechtlich hätte auch in Berlin Peter kein Verbandsklagerecht erhalten dürfen. In § 2 Absatz 7 steht: Soweit mitgliedschaftlich organisiert, jeder Person eine Mitgliedschaft ermöglichen, welche die Ziele der Tierschutzorganisation unterstützt. Genau auf Grundlage dieser gesetzlichen Bestimmung hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage von Peter gegen die Ablehnung des Verbandsklagerechts in Baden-Württemberg abgewiesen. Nun darf man sich fragen, warum hat dann Peter in Berlin ein Verbandsklagerecht erhalten? Normalerweise ist das Tierschutzgesetz dem Landwirtschaftsressort untergeordnet. Nicht so aber in Berlin. In Berlin riss sich der ehemalige Justizsenator Dirk Behrendt die Ausarbeitung des Tierschutzgesetzes an sich und ließ sich dabei von Peter, so wie es den Anschein hat, sogar rechtlich beraten. Trotz massiver Kritik aus der Politik drückte der ehemalige Justizsenator Dirk Behrendt dieses Gesetz. So erteilte der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt Peter ein Verbandsklagerecht, obwohl nach dem Gesetz zur Einführung des Tierschutzverbandsklagerechts Peter in keinem Fall, auch in Verbindung mit dem erfolgten Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig, ein Verbandsklagerecht erhalten hätte dürfen. Peter-Rechtsanwalt Christian Arlett vom Klägervertreter zum Beklagtenberater. Nach Erteilung des Verbandsklagerechts fordert Peter von allen Berliner Bezirken Auskunft über Tierschutzverstöße auf. 4 Bezirke verweigerten die Auskunft, darunter Pankow, Tempelhof-Schönefeld, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg. Daraufhin klagte Peter
beim Verwaltungsgericht Berlin und beantragte Eilrechtsschutz mit Verpflichtung zur Auskunftserteilung. In dem Gerichtsverfahren gab der Richter auf Grundlage des Berliner Tierschutzgesetzes dem Kläger Peter statt. Peter wurde in der Klage vom Peter-Rechtsanwalt Christian Arlett vertreten. Gleichzeitig verwies aber der Richter auf die fragwürdige Rechtskraft des Berliner Tierschutzgesetzes, da dieses nach seinem Ansinnen gegen Bundesrecht verstößt. Er teilte dem beklagten Berliner Bezirk mit, dass diese beim Bundesverwaltungsgerichtshof Beschwerde gegen dieses Urteil einlegen sollten. Dieses taten die vier Bezirke auch. Jetzt passiert etwas juristisch Unglaubliches. Der Peter-Klägervertreter und Peter-Rechtsanwalt Christian Arlett wechselte zum Verklagten als Berater und sitzt seitdem im Berliner Justizsenat. Um das noch einmal zu verdeutlichen, ein Klägervertreter, der Berliner Bezirke verklagt hat, wird in die Politik geholt und hat jetzt die Möglichkeit, durch seine Beratertätigkeit politischen Einfluss zu nehmen. Im Dezember 2021, kurz bevor der damalige Justizsenator Dirk Behrendt, der die Wahl verlor, seine Koffer packen musste, zog er die Bundesverfassungsbeschwerde der vier Berliner Bezirke an sich. Das ist in der Regel nicht verwerflich, da die Landesregierung die Kommunen natürlich auch unterstützen kann und sollte. Nur lag die Unterstützung durch den Berliner Justizsenat mit Einflussnahme durch Peter-Vertreter Christian Arlett darin, dass der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt als letzte Amtshandlung, bevor er seinen Stuhl räumen musste, die Verfassungsbeschwerde zurückzog. So kann die Fragwürdigkeit des von ihm durchgeboxten Berliner Tierschutzgesetzes auch nicht durch das Bundesverwaltungsgericht geprüft werden. Wo kein Kläger ist, so auch kein Urteil.